Das ist Turl, der Zerstörer des Weltraums. Und er sieht wie Son Goku aus. Wie Son Goku ist auch Turl ein Saiyajin, ein Unterklasse-Saiyajin, by the way. Er will die Erde mit Hilfe des Baums der Macht zerstören und den Planeten, der den Planeten Energie entzieht. Will Son Goku die Erde retten und den Frieden wiederherstellen können? Das und mehr erfahrt ihr jetzt gleich. Nee, eigentlich nachdem ich erklärt habe. In dem Film ist das so, irgendwelche Zerstörer aus dem Weltraum haben es geschafft, etwas anzupflanzen auf Planeten, das man den Baum der Götter nennt. Zumindest war es in den Comics, oder ich damals gelesen habe. In diesem Comic ist das so, pflanzt man das Ding auf irgendeinem Planeten, dann kann man ihn nicht kaputt machen. Nicht auf normale Art und Weise. Er entzieht dem Planeten Energie und die Früchte, die man davon erntet, enthalten diese Energie. Wer die futtert, wird stärker, ohne wirklich zu trainieren. Das ist eine Gemeinheit. Und Turl ist dann deswegen, weil er diese Frucht auch als Nebentechnik hat, einer der wenigen Charaktere, die eine Technik haben, die man viermal aufeinander stacken kann, um stärker zu werden. Gut, Son Goku und seine Jungs kämpfen natürlich total verzweifelt gegen den. Und der Son Goku, der hier spielt, ist auch wieder der aus der Saiyajin-Saga. Kakarot, if you kneel before me, I'll let you and your son join me. I told you, my name is Goku! I have eaten the fruit of the Tree of Might many times. You can't beat me! You're no more than a little insect compared to my power. I won't know if I don't try! Wow, Worte. I'm glad I hit my head when I was a baby. That was why I didn't end up like you! Now, I just can't let you go! Gut, der gute Turles, er macht eine Menge Ärger eigentlich. Abgesehen davon, dass er diesen doofen Baum gepflanzt hat, bringt er auch Son Gohan dazu, sich in einen Affen zu verwandeln, weil er ebenfalls diese Energiekugeltechnik beherrscht. So, ich will diesen Stein kaputt machen. Lass mich. So, die einzige Möglichkeit, mit der Son Goku diesen Baum der Macht kaputt macht, Spoiler-Alarm, ist eine Gekidama. Und er entzieht nicht der Erde die Energie, die sowieso keine Energie mehr hat, sondern den Baum selbst. Jedoch, und das ist das Frustrierende, darauf wird hier nicht so weit eingegangen. Auch kein Dragon Ball. Oh, der Todeskill ist eine geile Technik. Ich finde sie cool. Da ist noch ein Stein über. Wenn er mir jetzt nicht zu nahe kommt. Yay! Im allerletzten Steinchen, das ich umdrehe. Jo, Meteor Ogner, es ist ein Finisher. Sein ultimativer. Ja, das ist gut, dass Son Goku beherrscht hier auch wieder beherrscht in diesem Film die Kaioken wirklich. Ah, ich hasse ihn. Haha. Na. Nix da. Ja, ich was. Noch eine Kaioken. Autsch. Das tut weh. Also eigentlich kämpfen alle mit, auch Piccolo und die. Na. Alter. Ich hasse, dass er die Explosionswelle beherrscht. Das macht meine Kielasse schnell weg. Aber ich mache wenigstens einigermaßen gescheit Schaden. Bis jetzt. No. Nee, meine Kaioken endet. Ich hätte sie gerade so schön aufgestackt.
Ach komm! Sorry! Goku, the spirit bomb. It looks like I have no choice. Habe ich genug Schaden gefressen, ja. Land, ocean, sky, all things that draw breath. Give me some of your power. This is for the sake of everyone. Ja, erstens versuchte er es mit der Gehidama vom ziemlich ausgehungerten Planeten Erde. It's warm. It's Goku's getting energy from the Tree of Might. Ja, nachdem die erste Gehidama daneben gegen versucht hat, so. Warm. Es ist warm. Kakarot, disgrace to all saints. Oh, komm, du mir auf I'm not Kakarot. My name is Goku. Good luck. Keep at it. Yeah. It has some effect. Ja, auf so einen Schwachsinn zu labern, Alter. Das Gute an der Frucht vom Baum der Macht ist, in Tekken 2 hat sie noch direkt zum Max-Power-Modus geführt. Hier nicht mehr. I win. Take this. Turles? I will destroy you. Das ist ja fickt laut. Und so wurde Turles besiegt. By the way, die ganze Erde war zu dem Zeitpunkt ziemlich eine Wüste. Nachdem er allerdings den Baum der Macht zu einer Gekidama gemacht hat, hat sich die ganze Energie wieder um die Welt verteilt und die Erde konnte von neu anfangen. So in etwa. Gut. Nächster Kampf. Super Saiyan Son Goku. Der Super Saiyan Lord Slug kann Pfeiftöne überhaupt nicht leiden. Das ist so, ein Namekianer kann das nicht ab. Der böse Namekianer Slug, der im Weltraum beherrschen will, kreuzt auf der friedvollen Erde auf. Gerade als es scheint, Slug würde mit seiner Brutalität alles und jeden erschlagen, setzt Son Goku ungeahnte Saiyajin-Kräfte frei. Der Filmmeister Super Saiyajin Son Goku, aber um echt zu sein, wird Son Goku gar nicht zum Super Saiyajin. Er kriegt so eine Aura und schwebt die ganze Zeit irgendwann und so, aber... Nee, eigentlich nicht. Slug! I'll give you one chance to leave this planet in peace! You're a Saiyan? Woher weiß er von Saiyajins? I'm from Earth! This will be a good opportunity to test my newly restored powers! Ja, Slug ist eigentlich ein alter Namekianer gewesen. Er ist ein verfickt alter Namekianer. Er wünscht sich aber von Shenlong wieder ewig jung zu sein, genauso wie Piccolo. Und er möchte gerne so ein paar. So, ich meine mal die Stadt kaputt. Kümmere ich mich um mich, Kumpel. Habe ich irgendwas ausgelassen? Ja. Kein Dragon Ball, Zeit zu kämpfen. Na komm. Slug ist so ein dermaßen schlechter Kämpfer. Er ist zwar eigentlich so stark, aber ich kann mit dem nicht umgehen und man sieht auch, wie hampelig der kämpft. Das sind aber einige Charaktere, mit denen man nicht gescheit umgehen kann. Ja. Autsch. Und das war sein Griff. Lange Arm. I won't.
everyone! Lend me some of your power! I don't believe it! His power is increasing! Oh, so ein gutes Vorbild. Ja, ich habe den Film nicht unbedingt gesehen. Ich habe mir mehr Comics und Parodien reingezogen davon. Damals, als diese Comics noch rauskamen. Ach, was war das für eine Zeit? War eine schöne Zeit. Und Son Goku wird echt stärker. So, you've got a second wind, eh? Then perhaps it's time to show you my true power! You? Ja, er nimmt seinen doofen Helm ab. Like Tommy, Slug is from the destroyed planet Namek. He escaped Namek when he was a baby. Jetzt hast du es geschafft. But he's more than just an ordinary Namek. Spuck's aus! Slug is 100% pure evil. He's a super Namek. Ja, super Namek, Jana. A super Namek? What's wrong? Are you afraid of my true form? Slug? Das Zollern, dass ein Riese ist, ist jetzt deutlich schwieriger zu bekämpfen. Das Zollern, dass ein Riese ist, er ist langsam wie Sau. Und hat vorhersehbare Angriffe. Nicht, dass ich so nicht auch schon gehabt hätte. Also dieser Kampf hier ist in diesem Spiel zumindest ein Witz. Meine Güte. Im Maximum-Modus kann ich ihn trotzdem noch hauen. Ach komm schon. Aber es ist auch wieder einer von den vielen Kämpfen, die mit einer Gegidama beendet werden. Beendet werden. Das macht schon so viel Schaden, ey. Gut, ärgern wir ein bisschen. Oder auch nicht. Ach komm. Halt's Maus an Goku, Son Gohan. Zweifacher Kaioken. Nächster Versuch. Ich kann zwar auch Griffe von Riesen abwehren, aber ich traue mir das Teil nicht zu. Der hat wieder nicht geklappt. Seht ihr, ich mache ihm eigentlich richtig derben Schaden. Kaioken. Oh yeah. Jetzt verballere ich meinen Ki. Dann kann ich auch eine Gegidama machen. Gut, hauen wir eine rein. Ja, sein schwerer Finisher ist beschissen. Ah, wir können uns doch porten, ja. Na komm, zeig mir eine ultimative Technik. Ich warte nur drauf. Boah, der hat so lange zugeschlagen, dass mein Timing total off war. Komm schon, ich würde es regulär beenden. Kannst mir nicht greifen, wenn ich hier unten bin. Wow, das hat wehgetan. Okay, leg mich am Arsch. Ich mach die Gegidama und nichts kann mich aufhalten. Ich kann es mit doppelten Kaioken beenden.
Er rennt rein. Na. Wunderbar. Well done, Goku. You've beaten the Super Namek. Sehr schön. Genug Lobos reden. Goku, he really could be a Super Saiyan. Ich will weitermachen, Leute. Dankeschön. Und kein verfickter Dragon Ball. Hm. Na schön. Wir kriegen auch genug Zeugs, in denen wir Dragon Ball sammeln können. Sonst gehe ich ja wieder zu Super Buu zurück und sammle mit Vegetto welche.